On the road again, liebe Motorradfreunde. Ja, heute ist es soweit. Es ist jetzt der 2. September und wir haben es jetzt kurz nach 8. Und heute geht's los Richtung Griechenland. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Es geht los, die Tour 2023. Ich ziehe jetzt Schuhe an und dann können wir starten. Das Shirt 2023 ist auch fertig an der Person. Griechenland als Endziel. Mal schauen, wohin es überall geht. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was überraschend ist, das Wort der Frau Sputnik. Wir gehen einfach unserem Motto nach Go with the Flow. Heute wird es wohl nur erstmal Österreich werden. Und ich denke, ich ziehe jetzt die Schuhe an und es kann losgehen. Macht's gut, ciao. Ja, wie sieht auch der Plan heute aus? Ja, wir werden also jetzt hier, wie üblich, wenn wir in den Süden fahren, wir sind ja hier praktisch in einem südlichen Vorort, südöstlichen Vorort von Frankfurt. Und da werden wir jetzt hier auf die A3 fahren als erstes und dann so bis Wertheim, das sind so 65 Kilometer, auf der Autobahn fahren und dann in Wertheim, dann ins Taubertal. Und dann quer durchs Land, an Rothenburg ob der Tauber vorbei, dann durchs Altmühltal nochmal und nach dem Altmühltal werden wir dann wieder auf die Autobahn fahren. Ich glaube, das wird so bei Ingolstadt sein. Dort haben wir dann vor, dass wir dann erstmal bleiben und München auch auf der Autobahn umfahren. Dann bis Irschenberg, Abfahrt Irschenberg. Werden wir dann runterfahren und quer durchs Land fahren Richtung Kufstein und dann Kufstein in Österreich dann auf der B176 an unserem Winterdomizil, wo wir mal hinfahren zum Skifahren, nach Schäffau, Elmau, Going vorbeifahren, St. Johann und geplant ist bis eigentlich Saalfelden, aber das sind dann doch 597 Kilometer, wie man hier auf der Uhr sieht. Das ist vielleicht dann ein bisschen viel, also wir sind ja frei. Wir haben jetzt 31 Tage Zeit bis nach Griechenland oder insgesamt für die Reise nach Griechenland und wieder zurück. Und da können wir das gemütlich angehen. Da brauchen wir jetzt hier nicht die Kilometer zu fressen, sondern der Genuss. Der Weg ist das Ziel, das sollte jetzt hier im Vordergrund stehen. Genau, jetzt sind wir gerade mal 20 Kilometer gefahren und haben hier den ersten Stau. Ja, die Sonne lässt sich das erste Mal zaghaft blicken, reißt die Wolkendecke auf. War jetzt ein LKW, der ist liegen geblieben, da irgendwie Reifenschaden oder sonst irgendwas und das ist hier gleich die ganze Autobahn gestaut. Aber zum Glück war das relativ überschaubar. So, hier hat es jetzt ein bisschen zugezogen, aber das sind jetzt hier auch die Höhen vom Spessart. Wir fahren jetzt hier gerade runter und werden jetzt hier in 2,5 Kilometern, wenn wir dann jetzt hier von der Autobahn runterfahren, Richtung Wertheim ins Taubertal. Ja, hier rechts jetzt die Taube, die hier links in den Main mündet. Hier das Taubertal. Kommt hier das Örtchen Brombach. Da kommt jetzt hier gleich auf der linken Seite ein Kloster. Da haben wir auch schon immer gesagt, wir wollen es mal besuchen hier und besichtigen, aber haben wir es doch irgendwie nie geschafft. Ja? Wenn man jetzt hier auf der Durchreise ist, da will man dann doch weiter. Aber es ist nicht weit von uns zu Hause, vielleicht so 80 Kilometer. Da kann man durchaus mal eine Tagestour hinmachen, ja. Das ist ja auch ein schöner Biergarten. Und wir sind jetzt kurz vor Rothenburg. Da
Ja, was heißt kurz vor Rotenburg? Wenn schon noch so 10 Kilometer sein, mitten auf dem Land hier. Das Wetter hat es jetzt gemacht. Ist jetzt nicht die klassische Strecke nach Rotenburg, aber auch sehr schön. Und ja, die zwei von uns, die sind hier aus Tauberbischofsheim, also die kennen sich hier in der Gegend aus. Die fahren auch die Strecke. Also das ist jetzt hier so querfeldein, das ist in der Karte noch nicht mal so als landschaftlich schön ausgeschildert, aber man kann das gut fahren und es ist ganz nett hier. Also ja. Vor allem ist hier halt auch nicht so viel los. Ja. Das ist, weil es eben nicht so die klassische Strecke ist. Aber auch schöne Kurven hier. Ich liebe diese kleinen kurvigen Straßen, wo man alleine unterwegs ist. Na, der Platz, der ist doch gemacht wie für uns. Oh, da ist hier die Maschine einsauen. So, Schatzi, Kaffee habe ich hier keinen. Was los. Ja. Da im Hintergrund sieht man die Hopfenfelder. Ist ja hier die Holledau, ist ja bekannt, ist ja so ein Hopfenanbaugebiet. Wir sind jetzt in Ingolstadt auf die Autobahn und haben dann jetzt hier an der Raststätte Holledau mal angehalten, weil wir ja gedacht haben, wir trinken mal einen Kaffee. Aber nee, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ist total viel Verkehr. Na ja, gut, es ist Samstag. Das ist wieder der normale Anreisetag, ja, und da ist jetzt hier wieder, ja, die Hölle los. Und jetzt werden wir hier dann ja, um München rumfahren und dann ja, hier irgendwo nach München, Abfahrt Nummer 98 bei Weyen, fahren wir dann wieder runter, fahren dann da nochmal ein Stückchen Landstraße am Schliersee vorbei. Das ist ja nochmal landschaftlich schön. Ja, die alle hier, die wollen alle in den größten Freizeitpark Europas, in die Alpen. Autobahnjob erstmal dann, ja, jetzt fahren wir hier runter und fahren nochmal ein bisschen durch Bayern, bis wir dann jetzt in Österreich sind, hier am Schliersee vorbei und so. Ja, das auf der Autobahn, das ist nur nervig, ja. Also erstens totale Stau überall und dann immer dieses harte Abbremsen, weil irgendeiner vorne gepennt hat. Und als Motorradfahrer, naja, da kommt man auf alle Fälle zum Stehen. Aber ob der es hinter einem dann noch schafft, das ist immer die Frage, ja. Nee, da fahre ich dann schon lieber hier auf der Landstraße, schön durch die bayerische Landschaft. Ja, hier links oben der Wendelstein. Hier hoch ist der Wendelstein. 1838 Meter, sagt meine Karte. Oh, die Aussicht ist hier schon nicht schlecht. Ja? Bin ich mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Aber das Umleitungsschild hat hier in die Richtung gezeigt. Ich hoffe mal, dass nicht irgend so ein Scherzkeks das Schild einfach verdreht hat, aber ich glaube schon. Nee, nicht wirklich. Privatstraße. Also müssen wir zurück. So, eben ist uns ein Motorradfahrer entgegengekommen, der hat angezeigt, wir sollen langsam fahren, obwohl wir jetzt gar nicht wirklich schnell gefahren sind. Also ich nehme an, der wird jetzt hier irgendwo eine Polizeikontrolle sein. Hier darf man 60 fahren. Ja, das ist natürlich nicht viel, so wie die hier heizen. Ja. Wenn ich mal locker 80 fahren. Ja. Das
Jetzt haben wir hier einen Kitzbühler vor uns, KB. Das spricht dafür, dass es hier nach Österreich geht. Also 60 ist wirklich ein bisschen arg ausgebremst. On the road again, liebe Motorradfreunde. Heute ist Sonntag, der 3. September und der zweite Tag unserer Griechenland-Tour. Von Frankfurt, also südlich von Frankfurt, bis nach Fieberbrunn gekommen. Wir sind möglichst Landstraße gefahren und wenn wir dann auf die Autobahn sind, dann standen wir im Stau. Also die Autobahn hat eher aufgehalten, ja. Aber ja, um München rum und so ist natürlich schlecht, Landstraße zu fahren, deswegen sind wir immer mal ein Stück Autobahn gefahren. Ja, wir haben hier übernachtet, das hat sich erst in Fieberbrunn. Es hat sich gestern Abend erst ein bisschen schwierig dargestellt, klar, samstags abends ein Hotel zu finden. Also wir mussten 4, 5 Mal fragen, bis wir dann hier in Fieberbrunn hier das Hotel Obermeier gefunden haben. Also das ist ein 3-Sterne-Hotel, dann haben wir dann auch lecker gegessen. Und das kann man wirklich empfehlen hier, das ist direkt auf der Hauptstraße. Und ja gut, kostet allerdings 140 Euro plus Kurtaxe, aber ja, ich würde sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier. Ja, wir hatten dann auch nicht mehr lang Lust da nochmal lang rumzusuchen, weil alles, was wir angefragt hatten, war in dieser Preisrange eher noch teurer, dafür schlechter dann, ja. Aber so, nee, das ist schon ja okay. Aber wir werden dann schon versuchen, dass wir jetzt, sage ich mal, auch dann günstigere Unterkünfte finden. Ja, man hätte jetzt hier vielleicht auch so eine Pension nehmen können oder so. Aber es ist halt immer alles schwer, dann das abends dann zu finden, wenn man dann auch schon, ja, 539 Kilometer sind wir gestern gefahren, ja. Da ist man dann auch platt. Ja, gut, heute geht es jetzt hier über die Nockalben, Villach. Vielleicht schaffen wir es heute bis an die Adria, schauen wir mal. Und ich melde mich dann vielleicht nochmal von unterwegs. Guten Morgen, Sputnik-Community. Es ist 8.45 Uhr und es ist nicht meine Zeit. Aber wir waren gestern Abend so müde von der Fahrt, dass wir heute Morgen natürlich auch dann ergo früh wach waren. Ich hoffe, es kommt nicht häufig vor. Weiter geht's jetzt. On the road again. Hinter mir, Herr Sputnik hat schon bezahlt und ist ready to go. Ich hab da ganz an den Gut angegeben. Danke. Dankeschön. Danke. Okay.
Tor Wurzenpass. Guck, hier steht er. Ist ja auch eingezeichnet, ja. Und dann, jetzt ist auch die Grenze hier, klar. Ja, ja, ist was los hier, Feige. In der Kehre Kopfsteinpflaster, okay? Ja, macht Sinn. Ah, die Kurven sind schon ganz schön eng hier, also zumindest wenn man sie nicht kennt, ist das nicht so ohne. Man weiß ja nie, was einem nach der Kurve erwartet. Nicht groß ansehbar. Hier sieht man jetzt zum Beispiel schon, dass das eine Serpentine ist. Und gleich wieder hier hoch. Usch. Immer wichtig, dass man die Maschine auf Zug hält. Wenn dann die ausgeht oder wegklappt, dann ist alles zu spät. Aber dass sie hier jetzt gerade in den Kehren da. Oh, guck jetzt so den Arsch, der ist so langsam. Ja. Hat man dann total die Probleme, ja. Da muss man sehen, dass man den abspatzt hier. Mann, oh Mann. Hältlinge wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich muss jetzt hier an dem vorbei, ja. Aussteigen und aufgehen. So langsam wie der um die Kurve fährt, kann ich nicht fahren. Da falle ich um, ja. Das ist jetzt schon nicht ohne hier, so zu zweit, voll beladen, die Kurven eng, Kopfsteinpflaster, teilweise noch Schlaglöcher drin, Gegenverkehr. Also wenn das jetzt nass wäre, möchte ich das nicht fahren. Meter. Rissig. Also das war jetzt schon eines der anspruchsvollsten Pässe, die ich auf Asphalt gefahren bin. Oh, aus dem Blick hier runter. Wahnsinn.